Hi, heute habe ich mal etwas Witziges und wie ich finde auch sehr Praktisches dabei. Das ist Bika, darf ich vorstellen, ein Sattelwärmer. Und was ist der Sinn von dem Ganzen? Ähnlich wie der eine Mütze. Wenn du unterwegs bist mit dem Fahrrad und du kommst zu deinem Fahrrad, dann ist das Fahrrad ziemlich kalt. Du setzt deine Mütze auf, du ziehst Handschuhe an und am Po hast du diesen eiskalten Sattel, der die ganze Zeit an der frischen Luft war. Und da nimmst du einfach dieses Teil und ziehst es über den Sattel drüber. Und weil das reine Wolle ist, ist es auch innerhalb von Sekunden ziemlich hot, dass du super schön in deiner Jackentasche verstauen kannst und ziehst es einfach über den Sattel drüber. Das ist das Innenleben, ein Gummi, ja, der ist schwarz, den habe ich mit der Maschine reingenäht. Wenn du nicht mit der Maschine nähen kannst, kannst du das auch mit der Hand machen und er hält eigentlich auch ohne den Gummi. Und wenn du ganz sicher sein willst, dass das Teil nicht verrutscht oder runterfällt, zum Beispiel an der Ampel oder so, wenn du absteigen musst, dann machst du hier noch eine weitere Runde, dadurch, dass du hier an den Ecken keine weiteren Maschen zunimmst, geht es dann im 90-Grad-Winkel zur Sitzfläche. Ich zeige euch mehrere Varianten. Das ist die einfachste, ohne alles. Neutral, vielleicht eher für die Herren der Schöpfung geeignet. Ich denke auch, ein super schönes Weihnachtsgeschenk für Menschen, die viel mit dem Fahrrad im Winter unterwegs sind oder in der kalten Jahreszeit. Bei Schnee wird man wohl dann das Fahrrad auch nicht mehr nehmen. Dann kannst du es wunderschön personalisieren und damit ein sehr persönliches Geschenk machen. Du kannst es aber auch witzig gestalten. Was haben wir da noch? Genau. Run, Fun, Hot, Fit. Also man muss halt ein bisschen kreativ dreibuchstabige Wörter sich ausdenken, wenn man es in dem Maschenstich aufstickt. Wenn du allerdings diesen Stielstich nimmst, da kannst du auch ein bisschen kleiner arbeiten und dafür einen längeren Namen hinbekommen. Ich habe auch schon ein Peace-Zeichen drauf gestickt, also ich mache das ja auch als Auftrag. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass es am Anfang immer so, Sattelwärmer klingt so ein bisschen spießig, aber wenn man es dann jemandem schenkt und er nutzt es, sie sind echt total begeistert. Und inzwischen habe ich Kunden, die immer wieder nachfragen. Also ich habe es vor Jahren mal gemacht, habe es dann aber, ja, ich weiß auch nicht, gelassen. Und jetzt wurde ich wieder angesprochen, da habe ich mir gedacht, mache ich ein Video für euch. Geht super schnell, man braucht etwa, nicht mal 100 Gramm, kannst du auch schön aus Resten machen. Das habe ich hier zum Beispiel, da hat mir das eine Garn nicht mehr gereicht. Dann habe ich hier oben in der anderen Farbe weitergearbeitet. Du kannst ja auch das ganze Teil gestreift machen, also ich denke, da hat man viele Möglichkeiten. Das ist Nadelstärke 8 und deswegen auch ganz, ganz schnell fertig. Man nimmt einfach zu und wenn die Höhe erreicht ist, wird es mit halbem Stäbchen umhäkelt. Im Detail zeige ich dir das jetzt. So, für diesen Sattelwärmer habe ich jetzt auch wieder das Garn Wind und Wetter verwendet und auch die Nadelstärke 8. Und jetzt werden 10 Maschen angeschlagen und 8 Reihen glatt rechts gestrickt. Die Randmasche wird am Ende abgehoben, am Anfang gestrickt. Nur in der ersten Reihe stricke ich sie einmal ab. So, das ist jetzt quasi schon die zweite Reihe, wenn man die Anschlagreihe als erste Reihe bezeichnet. Lässt sich dann auch leichter zählen. So, die Masche abheben. Jetzt brauche ich noch 6 solche Reihen. Nach den 8 Reihen nehme ich rechts und links jeweils eine Masche zu, und zwar nach der Randmasche und einer Masche rechts stricke ich eine Masche aus dem
Querfaden heraus. Und das gleiche mache ich am Maschenende, am Reihenende. Vor der vorletzten Masche eine Masche aus dem Querfaden herausstricken. Und jetzt stricke ich noch drei Reihen, also insgesamt, fünf Reihen, dass also insgesamt mit der Zunahmereihe sechs Reihen gestrickt sind. Und dann mache ich das gleiche nochmal nach zweimal nach vier Reihen, sodass ich dann insgesamt 16 Maschen auf der Nadel habe. Also die erste Zunahme war nach 8 Reihen, eine weitere nach 6 Reihen, eine nach 4 und jetzt kommt nach weiteren 4 Reihen wieder eine Zunahme und davon jetzt jede zweite Reihe 6 Mal noch rechts und links jeweils eine Masche zunehmen. Somit habe ich jetzt 16 Maschen auf der Nadel und dann nach den 6 Zunahmen 28. Das war jetzt also die erste von 6 Zunahmen, haben wir noch 5. Oder du merkst dir einfach, bis du 28 Maschen auf der Nadel hast. Du kannst hier natürlich zwischen nach rechts und links geneigter Zunahme unterscheiden. Du kannst aber auch die Masche einfach so zunehmen, wie du es gewohnt bist, weil es ist später an der Seite vom Sattel und ich denke, da schaut kein Mensch hin, wie du die eine Masche dazu gewonnen hast. Es gibt ja auch die Technik, dass man sie aus dem V der Vormasche herausstrickt. Also da gibt es unzählige Varianten. Nun habe ich alle Zunahmen erledigt. Das heißt also 8, 6, 4, 4 und hier sind es 6 mal 2, sind 28 Maschen. Und jetzt stricke ich über 12 Reihen glatt rechts hoch. Das ist also dieser Part hier. Nach diesen 12 Reihen wird mit der Häkelnadel weitergearbeitet und insgesamt werden jetzt 3 Runden halbe Stäbchen gehäkelt. Es beginnt mit einer Luftmasche an der Randmasche und jetzt werden die ganzen Maschen von der Stricknadel mit halben Stäbchen abgemascht. Das heißt, du holst einen Umschlag, gehst in die Masche von der linken Stricknadel, holst eine Schlaufe durch und ziehst den Faden durch alle drei Umschläge. Dass die Maschen hier solche Löcher produzieren und sich in die Länge ziehen, macht gar nichts. Es werden ja noch 2 Maschen umhäkelt und du siehst es hier ganz gut. Da ergibt sich der Halt durch die weiteren Runden. Und das ist ja schlussendlich am Ende das, was senkrecht nach unten geht. Wenn nun diese 28 Maschen abgemascht sind, geht es am Rand weiter. In jede Randmasche wird ein halbes Stäbchen hineingehäkelt. Und da siehst du hier, dass schon die Rundung entsteht. Und an der Seite sind es dann 22 halbe Stäbchen, vorne an der Schmalseite 9 und auf der anderen Seite wieder 22. So, wenn du an der Schmalseite angelangt bist, werden in diese Ecken nicht zusätzliche halbe Stäbchen gehäkelt, weil man ja will, dass das Ganze nach unten Spannung kriegt. So, das ist jetzt die 8. Und hier kommt die 9. Und jetzt geht es wieder ums Eck in die Randmasche hinein. Und siehst du schon hier, wölbt es sich schon gut nach unten.
So, bist du bei der letzten Randmasche angelangt? Gibt es eine Kettmasche, um die Runde zu schließen? Eine Luftmasche, dann wird die Arbeit umgedreht. Und jetzt folgt die zweite Runde. Halbe Stäbchen und das gleiche machst du dann nochmal. Und nach drei Runden ist der Sattelwärmer fertig. Nein, fertig ist er noch nicht. Werden die Fäden vernäht, dann kannst du ihn nach Lust und Laune besticken. Und an den Rand wird noch ein Gummi angenäht, damit er auch bei Wind und Wetter hält. So, nach drei Runden gibt es nochmal eine Kettmasche und dann wird der Faden abgeschnitten. Und der erste Teil ist fertig. Warum der erste Teil? Du kannst es natürlich so schon nutzen, aber ich mache jetzt auf jeden Fall hier hinten noch einen Gummi rein. Mit der Nähmaschine kann man auch mit der Hand machen, weil dann hält es auf jeden Fall. Es hält so auch schon. Und wenn du Lust hast, kannst du dir hier noch was draufsticken. Dazu hast du ja im Vorspann einige Anregungen gesehen. Für den Gummi nehme ich jetzt etwa 50 cm. Wenn du es für dein Fahrrad machst, kannst du es natürlich vorher abmessen. Hängt ja auch vom Sattel ein bisschen ab, wobei durch den Gummi die Elastizität gegeben ist. Und dann spielt es keine so große Rolle. So, und wenn du das Ganze jetzt von Hand annähen willst, empfehle ich dir zuerst, die beiden Enden aufeinander zu nähen, sodass du quasi einen Ring hast. Und dann kannst du ihn in den Sattelwärmer einpassen. Ich mache jetzt das Ganze mit der Nähmaschine und zeige dir das auch. So, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich mit der Maschine filme. Jetzt hoffe ich, dass das gelingt und dass man was sehen kann. Ich habe jetzt also hier den Gummi etwa 1 cm überlappt und gehe jetzt in ein paar Stichen gerade drüber und wieder zurück. Ja, das sollte auch schon reichen. Wie gesagt, das kann man auch mit der Hand machen. Die Nahtstelle kommt jetzt an eine beliebige Stelle und jetzt stecke ich erstmal den Gummi an ein paar Stellen fest. Beim Nähen ist er dann natürlich unter Zug. So, jetzt habe ich unter Zug mal die ganzen Stecknadeln reingesteckt. Wenn dir das jetzt zum Nähen zu kompliziert ist, kannst du auch mit einem Heftfaden in größeren Stichen den Gummi schon mal befestigen und dann nähen. Ich probiere es jetzt mal so und beginne hier oben in der Mitte. Ich nähe das jetzt mit einem Zickzackstich. Großes Experiment. Ich glaube, die letzten habe ich mit der anderen Maschine genäht. Aber ich werde das schon hinbekommen. Gerade am Anfang kann man den Transport auch ein bisschen unterstützen, eben weil es so dick ist und weil ich so viel Zug drauf habe.
ich glaube, die Idee mit dem Heftfaden ist so schlecht nicht. Ist schon sehr stachelig alles. Aber es funktioniert. Und mit zunehmender Reduktion der Stecknadeln wird es auch leichter. Und jetzt zeige ich es dir auch von der Vorderseite. Also ich habe mit dunkelblau-schwarz genäht und da muss man sich schon sehr anstrengen, dass man es überhaupt sieht. Man muss also jetzt hier nicht Ton in Ton die Farbe erwischen. Und auch wenn du es mit der Hand annähst, kannst du ruhig auf die Vorderseite durchstecken, zumal ja der Sattel wärmer so übergezogen wird. Nun möchte ich dir noch zeigen, wie du diesen Sattelwärmer bestickst. Du suchst dir in etwa die Mitte, kannst du natürlich genau abzählen oder du machst es nach Gefühl. Ich will jetzt den Namen Gia aufstecken, das sind drei Buchstaben und ich beginne mit dem mittleren Buchstaben, also mit dem I und sticke das von unten nach oben. So, nun gehe ich mit der Nadel genau dahin, wo ich herkam, leg den Faden einmal um die Nadel herum, ziehe den Faden durch und jetzt mache ich das gleiche wieder. Also ich gehe wieder da hinein, wo ich herkam, gehe unter dem Steg durch und leg den Faden um die Nadel herum. Und das mache ich insgesamt 9 Mal. So, und die 9. Masche, die sticke ich jetzt quasi nach, weil ich ja nicht mehr nach oben weiterarbeite. So, und für das L brauche ich jetzt eine Masche Abstand, das ist die hier. Dann hat der untere Teil vom L 5, also 1, 2, 3, 4, 5. Und hier wäre jetzt der obere Bereich vom L. Also nochmal, eine, 1, 2, 3, 4, 5. Und da muss ich hin. Jetzt ziehe ich auf der Rückseite den Faden nicht komplett darüber, sondern gehe einfach zwischendrin mal durch den blauen Faden durch. Oder durch einen Teil von dem blauen Faden. Ich will ja nicht, dass es nach vorne durchrutscht. So, das genügt. Muss ich nochmal genau schauen, wo meine erste Masche ist. Das ist die letzte Masche. Also bin ich in dieser Reihe und hier ist die erste Masche vom L. Also muss man ein bisschen genauer hingucken. Diese Masche ist oben drüber. So, und jetzt stricke ich die 9 Maschen nach unten. Und da mache ich es so, ich gehe auch wieder durch den Querbalken durch und jetzt gehe ich mit dem Faden nur unter dem Stickfaden durch.
sodass quasi der Stich oben aufliegt. Ich habe für alle Buchstaben eine Vorlage gemacht, also falls sich das interessiert, ich meine, das kann jeder wirklich auch selber erstellen, mit Kreuzchen auf kariertem Papier, aber kannst du es natürlich auch gerne in der Anleitung nachschauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also noch zweimal. So, und beim letzten Stich gehe ich jetzt mal von der anderen Seite rüber, weil ja unten jetzt quer gestickt wird. Und da sticke ich jetzt quasi komplett durch. Da gibt es keine Alternative. Insgesamt fünfmal. Und du siehst, der Faden ist schon deutlich kürzer geworden. Also war es ganz gut, in der Mitte zu beginnen. So, jetzt bleibt eine Masche dazwischen. Den Faden vernähe ich auf der Rückseite. So, man kann das Ganze auch einfach mit einem Stielstich machen. Dabei gehe ich immer über zwei Querbalken. Kann man natürlich auch schneller machen. So, das ist ein bisschen eine längere Strecke, da gehen wir einmal zwischen rein. Der Stich ist die gleiche. So, jetzt fehlt noch der Querbalken. Ich denke, das kann man akzeptieren.
Also noch die Fäden vernähen. So, jetzt kommt der Gummi.